Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Online-Seminar von Wörterteppichen und Echolesen, Methoden zur Steigerung der Leseflüssigkeit. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, freut mich, dass Sie so zahlreich heute an einem Montagnachmittag hier erschienen sind. Und manche von Ihnen kennen mich vielleicht schon. Mein Name ist Katharina Lutz. Ich bin Schulberaterin beim Mildenberger Verlag. Das heißt, ich bin zuständig für Schulen, die neue Lehrwerke einführen wollen, die sich unsere Materialien anschauen wollen, die Beratung zu unseren Materialien brauchen und bin zuständig in Baden-Württemberg, einem Teil von Baden-Württemberg. Ich bin aber auch in der Weiterbildung zur Lese- und Literaturpädagogin. Das ist der Grund, weswegen bei Mildenberger auch ganz viele Leseseminare entstanden sind, weil ich ganz viele Dinge ausprobiert habe, mit Kindern in der Praxis ausprobiert habe und sie jetzt einfach so ein bisschen daran teilhaben lassen möchte, was ich ausprobiert habe, was gut funktioniert, was vielleicht auch einfach nur in kleinen Gruppen gut funktioniert, aber dazu dann später mehr. Dieses Seminar ist tatsächlich entstanden auf Anregung einer Lehrerin, die in einem anderen meiner Seminare war und sagte, Frau Lutz, könnten Sie nicht eine Fortbildung zur Leseflüssigkeit bei uns im Kollegium machen? Tatsächlich jetzt auch schon eine ganze Weile her. Dieses von Wörterteppichen-Seminar ist sozusagen ein Bestseller geworden, eines unserer meistgestreamten Seminare wahrscheinlich. Und ja, die Leseflüssigkeit jetzt viel, noch viel mehr in aller Munde, also zumindest in Baden-Württemberg ist das seit Beginn, spätestens seit Ende letzten Schuljahres, Beginn diesen Schuljahres so, da wir jetzt verbindliche Lesezeiten haben, die eben genau darauf abzielen sollen, dass die Leseflüssigkeit gesteigert wird. Sie bekommen von mir im Anschluss an das heutige Seminar eine E-Mail mit einem Link zur Aufnahme des Seminars. Ich zeichne das Seminar heute auf, dass wir einfach eine aktuelle Variante des Seminars für unsere Mediathek haben. Sie sind nicht zu sehen auf diesem Video, also es sind keine Videokacheln mit drin. Ich werde auch niemanden mit Namen ansprechen, wenn Sie sich im Chat melden und bekommen mit dieser E-Mail auch einen Link zum Skript und zur Teilnahmebescheinigung der heutigen Veranstaltung. Die Textbeispiele, die Sie gleich auf den Folien sehen, sind aus verschiedenen Mildenberger Materialien, auch die Praxisideen, die ich Ihnen dazu vorstellen möchte und eine Homepage, die ich immer gerne wieder erwähne, die auch im Skript verlinkt sein wird, ist die der Akademie für Leseförderung in Hannover. Wirklich sehr lohnenswert, da mal vorbeizuschauen, vielleicht auch den Newsletter von denen zu abonnieren, egal in welchem Bundesland Sie zuständig sind. Das muss nicht Niedersachsen sein. Für alle aus Niedersachsen ist es natürlich umso attraktiver, da sie auch an den Live-Fortbildungen teilnehmen können. Und die Fortbildungen der Akademie kann ich wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Die sind kostenlos und es lohnt sich wirklich immer, weil die Referenten und Referentinnen auch ganz hervorragend sind. Also wirklich eine Empfehlung meinerseits. Abgesehen davon haben die ganz viele Praxistipps, durch die man sich durchstöbern kann, wo man immer mal wieder noch was Neues findet, Dinge, die man sofort ausprobieren kann. Ja, genau, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt kriegen Sie von mir erstmal eine kurze Übersicht fürs heutige Seminar. Ich möchte Ihnen als allererstes mal eine ganz kurze Materialvorstellung geben von den Produkten, auf die ich heute auch eingehen will. Das soll aber wirklich nur ganz kurz am Rande sein. Und dann möchte ich direkt auch in die ein bisschen in die Theorie gehen. Rose Brock hat in ihrem Buch Leseflüssigkeit fördern gesagt, wer Texte flüssig lesen kann, der versteht in der Regel auch mehr vom Textinhalt und umgekehrt. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns in diesem Seminar zunächst über mögliche Schwierigkeiten, die beim Lesen lernen auftreten, unterhalten, darüber sprechen, welche Hilfestellungen es denn geben könnte. Und ich möchte Sie von da dann auch mitnehmen zu Übungen zur Textvorentlastung und zu diagnostischen Verfahren zur Ermittlung der Lesegeschwindigkeit und von da dann hin zu den halblauten Leseverfahren gehen. Denn
Im Prinzip baut es auch genauso aufeinander auf, diese halblauten Leseverfahren, von denen wir uns versprechen, dass die Kinder ihre Leseflüssigkeit verbessern, die funktionieren natürlich noch viel besser, wenn wir vorher Textvorentlastungsübungen gemacht haben. Das heißt, wenn die Kinder die schwierigen Wörter eines Textes schon mal kennengelernt haben. Dazu ganz am Ende möchte ich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, auch wie man Leseleistungen erfassen und bewerten kann. Das werden wir wirklich am Ende ganz kurz nur anschließen. Und im Idealfall haben wir am Schluss auch noch kurz Zeit für offene Fragen, die Sie vielleicht noch haben, die Sie sich notiert haben im Laufe des Seminars. Aber ansonsten stehe ich Ihnen natürlich auch hinterher per E-Mail oder Telefon Rede und Antwort. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, für alle, die noch dazugekommen sind, das Chatfenster habe ich hier auf meinem Bildschirm. Das heißt, das dürfen Sie auch gerne nutzen, um zwischendurch Fragen zu stellen, wenn welche aufkommen. Vielleicht noch der Hinweis, das Skript, das Sie von mir bekommen, wird auch vom Aufbau her so sein wie die PowerPoint-Folien. Allerdings wird es sehr viel ausführlicher sein, da ich Ihnen alles, was ich so erzähle, also wenn ich Ihnen von einer Übung erzähle, meine Folien sind relativ blank, wie Sie vielleicht später sehen werden, habe ich Ihnen nochmal verschriftlicht auch mit drauf. Das heißt, Sie haben am Ende wirklich ein Skript, wo Sie auch Dinge nochmal nachlesen können, beziehungsweise Sie können ja auch die Aufzeichnung dann nochmal zu Rate ziehen, aber eigentlich sollte da auch alles drin sein. Genau. Ja, dann möchte ich Ihnen unsere lehrwerksunabhängigen Materialien für die Leseförderung so ganz grob vorstellen. Sie sehen jetzt hier auf der Folie einmal einen Ausschnitt aus unserem Übungsheft Lesen. Also das sind so die Produkte, die ich immer in der Leseförderung, jetzt gerade Baden-Württemberg ist ja bis Transfer großes Thema, die ich dahingehend auch empfehle. Bei den Übungsheften Lesen ist es so, dass Sie immer oben links auf einer Doppelseite einen Text haben und dann Fragen zum Text. Das sind Texte, die der Klassenstufe entsprechend auch genutzt werden können, um zum Beispiel Tandemlesen oder andere halblaute Leseverfahren durchzuführen. Das heißt, sie sind von der Textlänge so, dass sie gut machbar sind für die Kinder, wenn die in einer gewissen vorgegebenen Zeit den Text auch mehrfach lesen sollen. Ja, das wären die Übungshefte Lesen. Die gibt es für die Klassenstufen 1 bis 6. Dann gibt es die Hefte Lesen, Verstehen, Malen. Das sind so ein bisschen so Lies-Mal-Hefte. Also dass man liest und dann hat man ein Bild, was man dazu entweder selber malen soll, was man ergänzen soll, was man ausmalen soll. Die Lesen, Verstehen, Malen-Hefte gibt es für die Klassenstufe 1 bis 4. Dann haben wir ganz neu im Programm Lesen mit Rico Schnabel für die Klassenstufen 1, 2 ungefähr. Das sind 7 Hefte aktuell, die aufeinander aufbauen. Wir fangen an mit der Silbe und gehen von der Silbe übers Wort zum Satz, zum ganzen Text und dann auch zu umfangreicheren Texten. Sie sehen es hier auf der Folie. Und auch diese Texte, also alle diese Produkte, würden sich auch eignen, um halblaute Leseverfahren umzusetzen, um wie soll ich sagen, verbindliche Lesezeiten wie Bis-Transfer, Filbi etc. fest zu integrieren und zu sagen, die Kinder arbeiten in dieser Zeit in einem bestimmten Heft. Dann gibt es noch den Lese- und Lernprofi. Also das ist jetzt hier auch eine Doppelseite. Lassen Sie sich vom Format nicht irritieren. Das ist eine DIN A4-Seite. Also im Vergleich zu den anderen Heften, die im DIN A5-Format oder ein bisschen größer als DIN A5 daherkommen, ist der Lese- und Lernprofi DIN A4. Der ist auch sehr anspruchsvoll. Ich empfehle das immer als Differenzierungsmaterial, gerade für stärkere Kinder, die ja auch bedient werden wollen. Und den gibt es in einer silbierten und in einer unsilbierten Variante auch für die Klassenstufen 1 bis 6. Bei Fit im Lesen, hoppla, jetzt war ich eins zu schnell. Bei Fit im Lesen, da habe ich gar keine Beispiele auf der Folie. Das sind Kopiervorlagenordner, auf die kommen wir auch später noch zu sprechen und Sie sehen dazu später weitere Beispiele. Und natürlich kann man auch jederzeit auf ansprechende bzw. entsprechende, dem Leseniveau entsprechende Lesetexte zurückgreifen. Davon gibt es bei Mildenberger ja durchaus auch mit den silbierten Lesetexten einige im Angebot, die vor allem auch für die Leseförderung in Frage kommen. Jetzt aber
Sag mal, Werbeblock Ende, das einfach nur für Sie als Hintergrundinformation, wenn Sie vielleicht auch nach fixen Materialien suchen. Wir wollen jetzt direkt einsteigen ins Thema Leseflüssigkeit bzw. ins Thema Lesen lernen. Und ich habe Ihnen zwei oder eine Frage mitgebracht, von der ich mich freuen würde, wenn Sie den Chat nutzen, um sie zu beantworten, wie das für Sie zutrifft. Zum einen geht es darum, welche Schwierigkeiten beim Lesen lernen auftreten können und auch welche Ihnen vielleicht schon häufiger begegnet sind. Es gibt ja so gewisse Phänomene, die sich ja doch wiederholen. Und würde mich genau freuen, wenn Sie sich da beteiligen und mal Rückmeldung geben, was Ihnen so aufgefallen ist. Genau, hier kommt die Buchstabenlautzuordnung, die Buchstaben verwechseln. Genau, das kommt jetzt auch nochmal. Verwechseln von Buchstaben wie D und B, also Spiegelbuchstaben, werden oft verwechselt. Genau, kommt auch direkt nochmal. Stolpern über Lautkombinationen. Unlust kam hier gerade auch. Ja, natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Mangelnde Anstrengungsbereitschaft würde ich mal in die gleiche Ecke schieben. Satzenden werden nicht erkannt. Auch das, genau, keine Verbindung von Buchstaben. Daher keine Sinnentnahme. Auch schon Schwierigkeiten beim Silbieren in der ersten Klasse. Die Silbenerkennung kommt hier, das ist spannend, es kommt ganz kumuliert, passt ganz gut zusammen, was hier kommt. Silben verwechseln, Wort raten statt lesen oder die Texte sind auch zu schwierig für die Kinder. Ja, genau. Super. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für Ihre Beteiligung, auswendig lernen statt lesen. Ja, das haben wir vor allem im Anfangsbereich, wenn die Kinder denselben Text in einer Schulwoche wieder und wieder und wieder dem gleichen Text wieder begegnen. Unbekannte Wörter, Wortschatz, können sich Buchstaben nicht melden. Und hier schreibt noch jemand, die inhaltliche Erfassung des gelesenen Wortes oder Satzes wird nicht erfasst. Genau. Lange Wörter sind schwierig. Genau. Ja, vielen Dank, dass Sie sich so rege beteiligt haben. Ich habe natürlich auch was vorbereitet damit für den Fall, dass der Chat ganz leise bleibt. Ihnen die Rückmeldungen aus den vorangegangenen Fortbildungen mit zusammengetragen. Und ich habe diese Faktoren, die Sie werden jetzt sehen, es wird sich auch einiges doppeln mit dem, was wir gerade schon im Chat gelesen haben. Diese Faktoren habe ich in externe, interne und technische Faktoren so ein bisschen aufgeteilt. Wir wollen mal starten mit den internen Faktoren. Wir haben große Streuung, wir haben wenig häusliche Übung, die Kinder haben keine Bilder im Kopf, je nachdem auch schlechte Deutschkenntnisse oder einen geringen Wortschatz. Wir versuchen dieser großen Streuung mit möglichst differenziertem Material gerecht zu werden. Das kennen Sie alle. Ich habe gerade noch für eine Nachbarin, die Lehrerin ist, Arbeitsblätter auf unterschiedlichen Niveaustufen ausgedruckt, weil der Drucker spinnt. Also das kommt durchaus vor, dass Sie auch selber diese dreifach differenzierten, wenn es reicht, Materialien erstellen. Wir versuchen Ihnen da schon auch Unterstützung zu geben. Inwiefern diese Lesetexte für Sie vielleicht auch in Frage kommen, dazu gibt es ein separates Online-Seminar, das nennt sich Lesen öffnet meine Welt, Einblicke in die Mildenberger Lesetexte, wird auch zeitnah in die Mediathek kommen. Dort finden Sie vor allem auch Ideen zur Lesemotivation. Hier hatte ja vorhin auch jemand geschrieben, Unlust, Motivation, das ist natürlich immer was, was auch angetrieben werden soll und was gerade bei den Lesefertigkeiten, die wir ja fördern wollen, auch zu tragen kommen. Ja, dann haben wir hier die internen Faktoren, also die fehlende Lesemotivation, dass schwache Lesekinder ungern lesen. Das ist ja so ein Teufelskreis, auch die negativen Vorerfahrungen, die sie vielleicht gemacht haben. Das hängt irgendwie alles
miteinander zusammen. Auch mir fallen Dinge, die, ja, die mir, also Dinge, die mir schwer fallen, die tue ich nicht gerne und die übe ich eigentlich auch nicht gerne. Aber genau das ist es halt, was diese Kinder bräuchten, dass sie sie wieder und wieder und wieder üben. Und deswegen haben wir in diesem Seminar oder habe ich in diesem Seminar auch viele Ideen zur Textvorentlastung zusammengetragen, mit denen die Kinder mehr Sicherheit im Umgang mit Texten bekommen und dadurch vielleicht auch die Motivation, weil diese Übungen zur Textvorentlastung an Bewegung gekoppelt sind oder an Spiele gekoppelt sind, so ein bisschen Lust machen, auch zu lesen. Und dann gibt es noch diese Faktoren, die Sie auch genannt haben, Stolperwörter, beziehungsweise das ist jetzt alles so was, was ich unter technische Faktoren zusammenfassen würde. Keine Automatisierung von Buchstaben oder Silben, die Verwechslung von Buchstaben B und D, so wie Sie vorhin im Chat auch geschrieben haben, steht hier auf der Folie. Und das Buchstabieren statt das Zusammenschleifen, ganz großes Problem oft, dass die Kinder nicht flüssig lesen, sondern stockend, beziehungsweise immer wieder beim Wort Anfang anfangen müssen, um sich das Wort zu erschließen und dann natürlich keine Sinnentnahme möglich ist. Wörter werden ausgelassen, geraten, Enden werden geraten. Das ist tatsächlich auch was, was oft vorkommt, dass die Kinder anfangen zu lesen und sich dann das Ende der Wörter so zu erschließen und dabei natürlich aber oftmals völlig auf dem Holzweg sind. Die Stolperwörter möchte ich mir jetzt ganz kurz nochmal mit Ihnen gemeinsam genauer angucken. Schwierigkeiten, die, genau, denen wir beim Lesen lernen vorbeugen wollen, sind eben sogenannte Stolperwörter. Das sind in der Definition Wörter, die schwachen Lesekindern häufig Schwierigkeiten bereiten und damit den Lesefluss hemmen. Dazu gehören per Definition lange Wörter, hatte vorhin jemand auch im Chat geschrieben. Das können zum Beispiel zusammengesetzte Wörter sein oder Wörter mit Vorsilben. Das können Wörter mit artikulatorisch und lesetechnisch schwierigen Lautverbindungen sein, zum Beispiel Konsonantenhäufungen und Umlaute. Das können aber auch Wörter mit Graphem-Graphem-Kombinationen sein, die von leseschwachen Kindern häufig verwechselt werden. Dazu zählen EI und IE. Oder es können Wörter mit Graphem-Graphem-Kombinationen sein, die in der Leseentwicklung von schwachen Lesekindern erfahrungsgemäß erst spät erfasst werden. Und dazu gehören CK, CH, SP und so weiter und so fort. Und genauso können dazu einfach Wörter gehören, deren Bedeutung den Kindern noch nicht bekannt ist. Also einfach unbekannte Wörter, hatte vorhin auch jemand geschrieben. Oder die Bedeutung ist schwierig zu erfassen, weil es entweder Fremdwörter sind, die angelehnt sind an eine andere Sprache und die ich mir nicht herleiten kann, oder Wörter, es gibt auch Wörter, die, ja, da weiß man vielleicht erstmal gar nicht, warum die so heißen, wie sie heißen. Ich erzähle mal meiner Lesegruppe, sehr eindrücklich für mich in diesem Bereich war das Wort Kopfsteinpflaster. Weil ich irgendwie dachte, Kinder, die in einer Stadt mit einem Altstadtkern groß werden, denen ist völlig klar, was ein Kopfsteinpflaster ist. Aber als ich mit denen dann angefangen habe, darüber zu sprechen, da wurde es zwischendurch mal ganz wirr. Also wir haben über Pflaster gesprochen, also im Sinne von medizinisch Pflaster, die irgendwie aufs Knie geklebt werden. Warum die Steine jetzt Kopfsteine heißen, war dann auch so eine Herausforderung. Also hier ist es natürlich auch immer wichtig, dass man dann, heutzutage ist es sehr schön und einfach, auch darauf zugreifen kann und vielleicht visuell sich Dinge aufrufen kann auf einem Tablet oder auf einem Smartboard, dass man denen auch zeigen kann, wie sieht das denn eigentlich aus und man vielleicht dann vom Bild her sich den Sinn des Wortes erschließen kann. Also man lernt auch selber immer noch dazu. Dann habe ich Ihnen hier jetzt verschiedene Hilfestellungen fürs Lesen, Lernen mit auf die Folie gepackt. Die ersten drei Punkte der Hilfestellungen sind meiner Meinung nach selbsterklärend. Große Schrift ist was ganz Wichtiges, großer Durchschuss auch, dass die Kinder den Zeilenabstand, dass der gewahrt wird, dass die nicht durcheinander kommen. Verwirrend sind für Kinder tatsächlich oft andere Schriftarten oder zu viel Ablenkendes auf einer Seite. Genauso wichtig ist es, klare Aufgabenstellungen und auf wiederkehrende Aufgabensymbole zu achten, also dass die Kinder einfach in diesem Leselernprozess begleitet werden und nicht mal das vorfinden,
sondern dass sich da einfach ein roter Faden für die Kinder auch zieht. Serifenlose Schrift ist auch ganz wichtig, dass keine Bögen und Häkchen dran sind. Und dann hat man einfach häufig auch eben, das ist das, was ich mit anderen Schriftarten meinte, die meisten Computerschriften haben ja ein anderes A, was für Kinder tatsächlich gerade im Anfangsbereich oft verwirrend ist. Auch die Silbe als Lesehilfe zu nutzen ist in den vergangenen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Also ich bin jetzt tatsächlich schon seit 10 Jahren bei Mildenberger und erlebe immer mehr, wie auch die anderen Schulbuchverlage auf die Silbe als Lesehilfe aufsatteln. Also das ist nichts Neues. Tatsächlich ist die erste Silbenfibel oder das erste Schulbuch in Silbenschrift schon auf die Lutherzeit zurückzuführen, also wirklich schon sehr, sehr lange her. Und es ist eigentlich mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Also auch Kinderbuchverlage setzen ja ihre Erstlesebücher teilweise in Silbenschrift. Das muss nicht rot-blau sein, das können auch andere Silben sein. Gibt dem Lesen natürlich eine gewisse Strukturierung vor. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mit der Silbe beginnend oder beziehungsweise mit der Automatisierung von Silben beginnend auf diese unteren 4 Punkte auf der Folie etwas genauer eingehen. Also ich möchte jetzt kurz über die Silbe sprechen, dann auch über Lesezeichen und Lesestreifen als Hilfestellungen, auf das Stimmungsbarometer und auf den Lesefächer. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, die Silbe dient generell zwar schon als Lesehilfe, weil so die Wörter in kleinstmögliche Lautportionen gegliedert werden und es den Kindern ermöglicht, die Wörter Silbe für Silbe anstatt Buchstabe für Buchstabe zu erlesen. Auch das Automatisieren von Silben ist von immenser Wichtigkeit, denn wenn ich diese kleinen Häppchen auswendig abrufen kann, vorhin schrieb ja jemand im Chat auch schon, die Kinder können sich die Buchstaben nicht merken. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich mir die Buchstaben nicht merken kann, habe ich noch viel mehr kleine Einzelteile, wie wenn ich so eine Silbe als eine Einheit wahrnehme und lerne. Also wenn das Mu einfach immer zusammengehört oder das Mi immer zusammengehört und das nicht M-I ist, wo ich mir zwei Sachen merken muss, sondern ich rufe, mein Hirn ruft automatisch Mi oder Mu ab. Deswegen ist das ja elementar wichtig. Es ist wie beim Sport, die tägliche Übung macht den Meister oder die Meisterin. Und einige dieser Übungsformate, wie man diese Automatisierung frühestmöglich auch ins häusliche Umfeld bringen kann oder auch in den Nachmittagsmarkt auslagern kann, habe ich hier jetzt zusammengestellt. Sie können einmal mit Silbenkärtchen arbeiten, wie Sie sie hier auf der Folie sehen. Die können farbig sein, die können aber auch schwarz-weiß sein. Und immer wenn eine neue Silbe gelernt wird, kommen neue Kärtchen dazu. Das ist auch gerade zu Hause mal schnell erstellt. Kinder können da auch selber mithelfen. Am Anfang der Woche gibt es dann eine neue Silbe mit nach Hause. Und mit diesen Silbenkärtchen kann ich ja verschiedene Dinge tun. Ich kann die unterschiedlich anordnen. Damit habe ich schon mal, was vorhin auch jemand schrieb, diese Wiederholung und das Auswendiglernen von Texten vermieden. Das heißt, ich habe ja immer eine andere Anordnung. Das heißt, es ist immer anders. Da kann dann auch am Ende stehen Mu, 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 Mi, Mi, Mi. Oder es steht halt Mu, Mi, Mu, Mi. Je nachdem, wie ich es anordne. Ich kann mit diesen Silben aber auch und wird natürlich noch etwas vielfältiger, je mehr Silben ich am Ende habe. Ich kann mit diesen Silben aber auch eine Art Memo-Spiel spielen. Wenn ich jede Silbe mindestens doppelt habe, kann ich das auf Kärtchen drucken. Da muss man immer nur ein bisschen aufpassen, dass die Rückseite, also dass es entweder fester Karton ist, dass man nicht durchgucken kann oder dass ich da auf der Rückseite was drüber klebe, dass ich da nicht durchschauen kann. Und dann wird gespielt. Man darf immer zwei Kärtchen umklappen. Wenn das die gleichen Silben sind, darf man sie behalten. Und da kann es im Anfangsbereich durchaus vorkommen, dass Kinder auch das Mi und das Mu erstmal sagen, das ist doch gleich. Da kann man sehr schön mit denen auch drauf eingehen, nee, ist es nicht. Aber warum ist es denn so nicht? Wir schauen uns das mal genau an. Was hat sich verändert? Natürlich, vorne sind die beide gleich. Deswegen starten die auch gleich, auch im Klang. Aber dann ändert sich's durch den Vokal, den Klinger. Das Ganze kann man auch im
digitalen Bereich üben. Sie sehen hier ein Bild aus unserer neuen ABC der Tiere-App, wo man genau das macht. Überall da, wo schon Bild zu sehen ist, waren vorher auch Kärtchen. Und immer wenn ich zwei gleiche Kärtchen finde, dann verschwinden die und am Ende taucht das ganze Bild zur Szene auf. Also ich habe quasi ein digitales Memo-Spiel, mit dem ich da weiterarbeiten kann und das auch vertiefen kann. Auch Silbenteppiche eignen sich wunderbar zum Automatisieren von Silben, nachdem bereits einige Silben gelernt wurden. Also das würde ich jetzt tatsächlich nicht machen, wenn erst zwei Silben oder drei Silben eingeführt sind. Aber sobald man dann mehrere hat, kann man damit gut arbeiten. Und auch hier im Vergleich zu Fibeltexten, mit denen die Kinder sich in der Regel ungefähr eine Woche beschäftigen und dann am Ende das wirklich nur noch dann erkennbar ist, ob sie lesen oder ob sie es auswendig können, wenn man sie vielleicht auch zwischendurch anfangen lässt zu lesen, sind Silbenteppiche natürlich flexibel im Einsatz, weil ich sagen kann, wir lesen den von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, diagonal, wie auch immer. Und wir haben da auch tatsächlich in unserem neuen ABC der Tiere verschiedene neue Leseteppiche mit drin, Lies mit Memo, mit dem Eichhörnchen mit dabei. So sieht das dann aus. Also und auch hier könnte ich ja jetzt auch von oben nach unten lesen. Ich könnte sagen, wir lesen, fangen in der Mitte an, wie auch immer. Ich habe eine gewisse Flexibilität und auch diese Leseteppiche sind in der neuen ABC der Tiere-App drin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich klicke, wird eine neue Silbe aufgerufen. Die wird mir auch vorgelesen. Ich kann das aber auch ausstellen. Aber ich habe hier einfach die Möglichkeit, immer wieder neue Silben neu angeordnet aufgeführt zu bekommen. Eine Übung, die ich sehr schön finde, auch in der App, um neue Silben oder um Silben zu automatisieren, ist der Wortautomat. Wer vielleicht die alte App kennt, er hat jetzt ein neues Design hier, der Wortautomat. Und die Idee ist einfach die, ich habe hier drei unterschiedliche Silben, Ti, Me, Ta. Wenn ich denke, dass ein richtiges Wort entstanden ist, dann drücke ich hier unten auf den Daumen. Timeta ist für mich jetzt kein richtiges Wort. Ich ziehe am Hebel, dann kommen neue Silben. Tumota auch noch nicht. Und dann die Tomate, die habe ich jetzt eingeloggt und auf den Daumen gedrückt. Und dann kriege ich hier auch über den grünen Haken angezeigt, dass das richtig war. So gibt es in der ABC der Tiere-App, also wirklich auch lehrwerksunabhängig, viele tolle Übungen, mit denen die Kinder die Silben automatisieren können. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, wurde jetzt hier gerade gefragt. Genau, die App ist einfach im App Store im App Store bei Apple oder auch im Google Play Store bei Samsung käuflich erwerblich. Also das hat gar nichts mit ist nicht ans ABC der Tiere gekoppelt, nicht so, dass sie mit der Fibel meinetwegen eine App dazu bekommen. Das sowieso nicht. Da haben wir nochmal eine digitale Lernumgebung, die anders funktioniert. Und die App ist auch tatsächlich, wenn Sie die gekauft haben, dann ist die auch auf dem Tablet drauf. Da ist keine Lizenz drauf, die irgendwie nach einer gewissen Zeit abläuft oder so. Also funktioniert auch lehrwerksunabhängig. Um jetzt mal, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt auch Übungsformate, wo man Bewegungen mit reinbringen kann. Das wäre zum Beispiel auch der Silbenlauf. Ein sehr niedrigschwelliges Übungsformat, vielfältig einsetzbar. Die Idee ist die, es gibt eine Vokalstraße, sehen Sie hier auf dem Boden mit verschiedenen, also hier ist jetzt das U und das I, das sind die beiden eingeführten Vokale, die es schon gibt. Und die Kinder, diese Buchstaben sind auf dem Boden festgeklebt mit Tesafilm. Und die Kinder bekommt, also das Mädchen hier hat jetzt das M als Starter mit dabei. Das wird mit einer Wäscheklammer an den Fuß geklammert und dann wird diese Vokalstraße abgegangen und vorgelesen. Das andere Kind korrigiert, kontrolliert und lobt, wenn alles gut gelaufen ist. Und dann wird es auch verschriftlicht, wie Sie jetzt hier sehen. Also das ist ein Auszug, der auch so in unserem Arbeitsheft zu finden ist. Funktioniert natürlich aber auch lehrwerksunabhängig. Also es ist einfach ein tolles Format, was sich auch sehr schön in die Turnhalle oder auf den Schulhof auslagern lässt. Vielleicht nicht bei den aktuellen Temperaturen und Wetterbedingungen, aber im Herbst zu Schuljahresbeginn auf jeden Fall. Hier wäre es dann so, man könnte zum Beispiel auch Rollbretter mit den
Konsonanten ausstatten und auf dem Schulhof sind überall Vokale verteilt. Die Kinder fahren diese Vokale mit den Rollbrettern an und setzen dann die Silben zusammen. Das hat dann einfach auch ein Lernen auf verschiedenen Ebenen. Auch die Silbenwürfel lassen sich mit den Kindern gemeinsam sehr gut selber basteln. Man kann da natürlich auch, es gibt diese Würfel, bei denen man die Seitenflächen mit einem also entweder selber beschriften kann mit einem Stift oder wo man die Silbenkärtchen einfach reinschieben könnte und dann wird gewürfelt. Erstmal hier oben links sehen Sie offene Silben, dann kommen geschlossene Silben dazu und die beiden Würfel unten rechts auf der Folie, das wären jetzt sogar Wörter, die sich da erwürfeln lassen. Das ist dann natürlich die Fortsetzung davon. Wir haben Haupt- und Nebensilben und die Kinder können die Wörter, die sie dann haben, notieren. Das wäre jetzt sogar noch so eine Wortfelderweiterung im Bereich Sprechen. Also ich habe hier lauter Wörter zum Thema Reden, Sagen, Brüllen und so weiter. Genau. Auch das Silbenbingo ist eine niedrigschwellige Übung, um mit Kindern die Silben zu automatisieren. Wenn Sie sich die Bingo-Pläne, das sind die mit dem grünen Rand, wenn Sie sich die genauer angucken, stellen Sie fest, da sind die gleichen Silben drauf abgedruckt, nur in unterschiedlicher Anordnung. Und also das ist jetzt ein Auszug aus einer Spielesammlung, die es beim Verlag auch gibt. Man kann solche Silben-Bingos oder Bingo-Pläne natürlich auch selber erstellen. Und dann brauche ich entweder, es ist bei uns jetzt in der Spielesammlung auf drei Niveaustufen auch angeboten, es gibt die Silbenkärtchen, die sehen Sie oben in der Mitte, die entsprechen wirklich eins zu eins dem Bild, das die Kinder auch auf ihrem Bingo-Plan wiedersehen. Das wäre Schwierigkeitsstufe 1. Es gibt das Silbenbingo, da sind Bilder abgedruckt mit Silbenbögen und markierten Silben. Da müssen die Kinder schon eine gewisse Transferleistung bringen, nämlich sie müssen das Wort erkennen. Hier oben jetzt Melone, und es ist die erste Silbe markiert. Das heißt, ich muss das große Me finden auf meinem Plan. Genau, also da wäre noch mal da wäre ein Ticken mehr verlangt. Und bei den Silbenkärtchen, die Sie unten in der Mitte sehen, da sind ja gar keine Silben mehr markiert. Also hier muss ich sogar noch rausfinden, wie heißt das Wort. Und welche Silbe auf meinem Bingo-Plan befindet sich denn in dem Wort? Also das ist wirklich schon so Schwierigkeitsstufe C. Macht es aber natürlich spannend, gerade für die Kinder, denen für die das jetzt Pillepalle wäre, hier die einfach mit den Silbenkärtchen zu arbeiten. Und dann, wie das beim Bingo so ist, also entweder die Kinder haben die Kärtchen oder die Spielleitung hat die Kärtchen, die werden gezogen. Die Kinder dürfen mit einem Muggelstein oder abkreuzen, welche Silbe sie schon haben. Und wenn man drei in einer Reihe, Spalte oder Diagonalen hat, dann hat man ein Bingo und hat gewonnen. Ich habe Ihnen, Sie haben es vielleicht vorhin beim Silbenlauf gesehen, ich habe Ihnen im Skript auch manche Dinge verlinkt. Das heißt, wenn Sie hier so drüber gehen, dann kommen Sie auch direkt dahin. Beim Silbenlauf ist ein Video hinterlegt zum Silbenlauf. Ich habe Ihnen hier auch hinterlegt, es gibt eine Plattform freebingocards.com, auf denen man selber eben so Bingo-Karten generieren kann, kostenlos. Das habe ich Ihnen verlinkt. Also da können Sie im Skript einfach draufklicken und dann kommen Sie auf die Seite. Das ist ganz praktisch, denn das ist sehr mühsam, wenn man sowas selber basteln will. Ich habe mal ein Bingo selber gemacht für eine Lektüre. Und wollte verschiedene Pläne haben und bis dann diese Wörter alle in unterschiedlicher Art und Weise angeordnet waren. Also es ist schon nicht zu unterschätzen vom Arbeitsaufwand. Jetzt gehen wir weg von der Silbe und kommen zu den Lesezeichen und Lesestreifen. Die weniger erfahrenen und kompetenten Schülern und Schülerinnen helfen, die Gefahr, der sie beim Lesen oft unterliegen, eine oder mehrere Zeilen zu überspringen, zu vermeiden. Man kann einfach klassische Lesezeichen nehmen. Das können auch, also es müssen keine Vorlagen sein, wie Sie sie jetzt hier auf der Folie sehen. Das können auch ganz normale Stücke Papier sein. Es ist natürlich immer hübsch, wenn also motiviert die Kinder einfach, wenn sie da noch ein bisschen was selber gestalten können. Man kann die natürlich auch gestalten lassen nach Inhalten des Textes, der gelesen wurde, jetzt gerade wenn man hier diese Kopiervorlage nimmt aus dem Fit im Lesen-Ordner, kann man auch sehr gut sagen, du kannst Notizen direkt auf das Lesezeichen mit drauf
packen. Und dieses Lesezeichen kann einfach immer im Mäppchen mitgeführt werden oder es kann, wenn es zu einem bestimmten Text erstellt wurde, dann auch direkt wieder mit abgeheftet werden. Eine Variante zu den klassischen Lesezeichen können auch die Lesestreifen sein. Das ist das, was Sie rechts auf der Folie sehen. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein DIN A4-Blatt, was im Querformat da ist. Und wenn ich jetzt an dieser gestrichelten Linie, also die würde ich ausschneiden, diese Lesestreifen laminieren. Und wenn ich hier diese Schneidelinie einschneide, dann passt hier ein DIN A4-Blatt hochkant durch. Und dadurch kommt, je nachdem, was für ein Lesestreifen ich habe hier welche mit Zacken, ich habe hier welche mit Wellen, taucht einfach immer mehr vom Text auf, wenn ich schiebe. Und die Wörter werden immer leichter lesbar. Am Anfang sollen die Kinder aber so auch mögliche Wortformen antizipieren. Und mit zunehmender Leseleistung läuft so ein Vorgang immer routinierter ab. Sie kennen vielleicht auch diese Übung für Erwachsene, sage ich jetzt, aber die man immer mal, der man immer mal wieder begegnet, bei der die Vokale ausgelassen werden und wir trotzdem ganze Wörter uns erschließen können, einfach weil unser Gehirn schon so viel Text gesehen hat, dass er die ersetzen kann. Also das ist so ein bisschen eine kindgerechte Anbahnung dieser Übung. Das Kommunizieren über einen gelesenen Text, zum Beispiel in einer Lesekonferenz, ist elementar wichtig, sollte auch nicht zu kurz kommen. Es fällt aber natürlich nicht allen Kindern gleich leicht, den Eindruck, den sie von einem Text gewonnen haben, zu beschreiben und ihren Eindruck dann auch zu begründen. Sie kennen das vielleicht, wir haben einen Text gelesen und hinterher besprechen wir, ja, wie fandet ihr den Text? Ja, gut. Damit kommen wir natürlich im Gespräch nicht besonders weit. Warum fandet ihr den gut? Weiß ich nicht, weil. Jetzt gibt es solche Stimmungsbarometer, wie Sie es hier auf der Folie sehen. Das ist auch eine Kopiervorlage aus dem Fit im Lesen-Ordner, bei dem die Kinder zumindest bei dem linken schon mal so eine Art Vorstrukturierung haben. Fand ich den Text interessant? Fand ich ihn spannend? War er vielleicht eher langweilig oder langatmig? Oder an welchen Stellen im Text treffen auch diese Adjektive zu? Das heißt, ich kann ja auch auf diesem Barometer verschiedene Textstellen notieren. Soll den Kindern einfach helfen, hinterher sich zu artikulieren und auch über einen Text zu sprechen. Und auch in der Kopiervorlagensammlung mit drin ist auch so ein Prototyp, wo sie dann auch. Wenn die das öfter machen, können die das gut und dann können die da auch eigene Adjektive rechts an den Rand schreiben, wie sie den Text fanden. Jetzt aber noch zum Lesefächer und dann geht es auch wirklich los mit den Praxistipps zur Textvorentlastung. Der Lesefächer gliedert sich in drei Bereiche. Das ist einmal vor dem Lesen, einmal während des Lesens und einmal nach dem Lesen. Das ist so ein bisschen auch das, was im Moment unter Lesestrategien im Umlauf ist. Also die Kinder sollen sich ja mit den Texten bewusst auseinandersetzen und strategisch lesen. Ich möchte Ihnen jetzt den Lesefächer anhand eines Textes aus so einem Fit im Lesen-Ordner einfach zeigen und hier jetzt ganz kurz auch Ihnen zeigen, wie diese Fit im Lesen-Ordner aufgebaut sind, die es für alle Klassenstufen der Grundschule gibt, also Klasse 1 bis 4. Ab Klasse 3 gibt es einen Ordner mit Erzähl- und einen mit Sachtexten, also aufgedröselt. Und dann ist es so, dass wir jeden Text, jetzt hier ein Ausflug für alle, haben einmal mit einem Lesepunkt 1, das wäre Niveaustufe 1. Es gibt denselben Text mit zwei Punkten, das ist dann so das mittlere Anforderungsniveau. Und einmal mit drei Punkten, der Text ist schon etwas ausführlicher, etwas genauer, da sind mehr Adjektive drin, da ist vielleicht auch sind ausschmückende Begleitsätze drin. Das ist einfach ja, das Futter für die stärkeren Kinder. Wenn man jetzt natürlich ein halblautes Leseverfahren hat, muss man schon gucken, dass die Kinder den gleichen Text haben. Wenn man aber unterschiedliche Gruppen in der Klasse bildet, kann man die Kinder auch auf unterschiedlichen Niveaustufen die Texte lesen lassen und dann aber trotzdem hinterher gemeinsam über den gleichen Text sprechen. Es gibt auch zu jeder Niveaustufe einzelne Fragen.
Also die Fragen sind auch differenziert und die Texte sind immer so gesetzt, dass Sie sehen es vielleicht schon, dass hier der rechte Blattrand so ist, dass die Kinder hier auch sich Notizen machen könnten. Also es ist immer so ein bisschen eingerückt, dass da auch genug Platz ist, um sich schon mal Notizen zu machen. Jetzt aber zum Lesefächer. Genau, wir fangen an mit dem Fächer vor dem Fächerblatt 1, vor dem Lesen, sich einen Überblick verschaffen. Erstmal die Überschrift lesen, sich selber überlegen, worum könnte es in diesem Text gehen? Weiß ich schon was davor? Vorwissen aktivieren, Antizipation, Vorstellungsvermögen, was passiert in diesem Text? Vielleicht auch, was stellen sich mir für Fragen? Und ganz wichtig, warum lese ich diesen Text? Was ist meine Motivation? Ist es eine Hausaufgabe? Ist es was Freiwilliges? Und so weiter. Ganz wichtig, also bei der Lesemut ist immer auch wichtig zu hinterfragen, was ist eigentlich meine intrinsische Motivation bei einem Text? Oftmals ist es eben nur der Wahrheit im Wochenplan. Und dann kommen wir zu den Fächerbereichen während des Lesens, also auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, vielleicht da auch eine gewisse Auswahl den Kindern stellen, denn die Leselust, die kommt ja auch so ein bisschen mit dem Leseinhalt. Und wenn ich da eine gewisse Flexibilität habe, was auszuwählen, ist es ein Sachtext, ist es ein Erzähltext, dann kann man manche Kinder damit schon auch motivieren. Bei den Fächerbereichen während des Lesens geht es einmal darum, den Text komplett einmal zu lesen. Habe ich verstanden, worum es so im Groben und Ganzen geht? Um was handelt es sich? Kann ich das vielleicht auch in bestimmte Abschnitte gliedern? Schau dir die Bilder auch an. Illustrationen sind ja auch manchmal aussagekräftig, was ein Text angeht. Dann soll ich bei Fächerblatt 3 schwierige Wörter klären. Welche Wörter im Text verstehe ich vielleicht nicht? Frage nach oder schlage im Wörterbuch nach. Also da aber auch immer finde ich ganz wichtig, dass die Kinder auch die Option haben, das nachzufragen, denn manche schwierigen Wörter stehen nicht im Wörterbuch oder werden da nur rudimentär erklärt. Und dann während des Lesens den Text nochmal lesen und sich eben Stichwörter am Textrand vielleicht notieren oder auch auf einem Extrazettel. Können auch Überschriften für Abschnitte sein. Und dann geht es abschließend darum, den Text zu reflektieren. Nach dem Lesen soll ich den Text zusammenfassen, inhaltlich. Vielleicht kann ich mich damit auch mit jemandem austauschen, der den gleichen Text gelesen hat. Und dann zwei Fächerblätter, die meiner Erfahrung nach den Kindern sehr viel Spaß machen, ist einmal über den Text nachdenken. Habe ich was Neues erfahren? Hat der Text meine Erwartungen erfüllt? Habe ich wirklich auch das rausbekommen, was ich rausbekommen wollte? Und dann als letztes den Text kreativ umgestalten, zum Beispiel ein Bild dazu malen, einen Brief schreiben aus der Perspektive einer Person des Textes oder andere kreative. Also es gibt da ja ganz viele Möglichkeiten, wie man mit den Kindern die es noch weiter spielen kann, Standbilder machen und so weiter und so fort. Und natürlich ist es auch hier wie mit den Lesezeichen, je öfter die Kinder sowas anwenden, desto routinierter gehen sie damit auch um und machen es auch von alleine. Ja, dann machen wir uns jetzt auf zu den Ideen zur Textvorentlastung. Das sind die Ideen oder das ist die Unterstützung für die Kinder, die eben mit den Stolperwörtern, die wir am Anfang besprochen haben, so ihre Probleme haben oder bei denen es in der Lesediagnostik auch verschiedene Auffälligkeiten zu bestimmten Worttypen gibt. Und es ist immer sinnvoll, diese Halblauten-Leseverfahren, diese Textvorentlastungsübungen, den Halblauten-Leseverfahren voranzustellen, sodass die Kinder die schwierigen Wörter schon mal kennengelernt haben. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, Antizipation schult man mit diesen Übungen auch, weil man natürlich Wörtern begegnet, über die man mit den Kindern spricht. Und ganz wichtig ist aber auch, dass man diese Wörter, also dass die Kinder die Wörter nicht nur üben, sondern dass sie sie auch verstehen im Laufe dieser Übungen. Denn nur dann können Sie sie hinterher im Text verstehen. Beginnen möchte ich mit dem Wörterteppich. Das ist eine Idee, die ich von einem Grundschulblog habe, von Frau Fuchs, die einen Blog schreibt, das verfuchste Klassenzimmer. Ich habe einen Wörterteppich erstellt,
als Beispiel zu dem Text Der Wirbelwind. Das ist ein Auszug aus der Kleinen Hexe von Ottfried Preußler. Genau auch das. Also solche Texte sind auch bei Fit im Lesen enthalten. Aktuelle oder auch klassische Kinderliteratur. Und Sie sehen es, in diesem Text sind auch viele schwierige Wörter drin. Ich könnte jetzt auch in so einem Wörterteppich, wie Sie ihn hier rechts auf der Folie sehen, sich die Wörter wiederholen lassen. Es wäre auch kein Problem. Also, dass ich, wenn ich jetzt sage, also es sind ja jetzt hier tatsächlich 5 mal 6 Wörter, 30 Wörter. Ich könnte auch 15 Wörter haben, die einfach dann doppelt vorkommen in dem Text. Und die Idee ist die, dass die Kinder jetzt erstmal zwischen diesen Smileys einschneiden, also hier ist eine Schneidelinie, sodass die am Ende ein Wortfeld haben mit lauter Teppichfransen rechts und links. Und dann haben sie den Auftrag, die Reihe zu lesen: Rabe, Abraxas, abgerissen, Weiblein, trocken. Und wenn sie die Reihe einmal gelesen haben, dann dürfen sie einen Smiley auch abreißen, rechts oder links. Und wenn sie die Reihe ein zweites Mal gelesen haben, dürfen sie den zweiten Smiley auch abreißen. Ich habe irgendwo dann auch weitergelesen, dass die Kinder sich da manchmal sehr für begeistern können, auch diesen ganzen Leseteppich noch ein drittes Mal zu lesen und die Wörter dann auch rauszutrennen und am Ende einfach diesen Wörterteppich komplett weggelesen zu haben. Genau. Wie definiert man schwierige Wörter? Das sind eben alles diese Wörter, die wir vorhin schon genannt haben. Das können Wörter sein mit Doppelkonsonanten, das können Wörter sein mit schwierigen Kombinationen oder eben einfach Wörter. Jetzt hier, ich habe eben auch Abraxas drauf. Was habe ich denn noch für Wörter drauf, die eben auch besprochen werden? Also der Abraxas steht sicherlich nicht im Wörterbuch und das Weiblein wahrscheinlich auch nicht, genauso wenig wie die Buckelkörbe. Also man muss da natürlich gucken, wie man diese Wörter dann auch aufbereitet. Und bei 30 Wörtern ist es auch so, das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit, diese 30 Wörter auch mit den Kindern vorab durchzubesprechen. Da sollte man sich dann schon überlegen, ob man das in kleinen Gruppen zum Beispiel macht. Eine andere Idee zur Textvorentlastung wäre das Ein-Cent-Spiel hier zu einem Text vom Sams von Paul Maar, ein Frühstück für das Sams. Und die Idee bei dem Ein-Cent-Spiel ist die, dass sie schwierige Wörter vordefinieren, in diese Matrix auf dem Spielplan eintragen. Und unten haben sie diesen grünen Startbalken. Und auf diesen grünen Startbalken wird eine 1-Cent-Münze gelegt, daher auch der Titel des Spiels. Und die Kinder spielen zu zweit. Meine Spielpläne sind laminiert, sodass die mit Folienstift drauf malen können. Was diese Übung neben dem Lesen lernen schult, ist die Feinmotorik, weil die jetzt versuchen sollen, diese 1-Cent-Münze von diesem grünen Feld nach oben zu schnipsen und möglichst jedes Feld einmal treffen sollen, möglichst schnell. Man kann jetzt natürlich auch zwei Kinder im Wechsel gegeneinander spielen lassen, dann haben sie so ein bisschen noch die Motivation, dieses genaue Schnipsen anzunehmen. Und dann ist es so, dass ich, wenn ich meine Münze auf einem Feld liegen bleibt, zum Beispiel hier auf der Mittagspause, dann lese ich das Wort vor und darf das vielleicht auch abkreuzen. Oder wir haben es auch schon gespielt, dass wenn wir, dass die Kinder jedes Wort dreimal lesen sollten und beim dritten, also die haben dann Striche gemacht und wenn sie es dreimal hatten, dann durften sie es abkreuzen. Wenn die Münze auf einer Linie zwischen zwei Wörtern liegen bleibt, zum Beispiel hier zwischen Wunschspruch und Mittagspause, dann müssen Sie beide Wörter vorlesen, haben aber auch schon beide, also haben dann zwei Wörter in einem Schnips quasi erledigt. Oder wenn Sie auf der Kreuzung liegen bleiben, dann werden alle 4 Wörter vorgelesen. Das heißt, ich kann mit einem Schnips 4 Wörter erledigen, ich muss dann aber natürlich auch 4 Wörter vorlesen. Also es ist so ein bisschen, hält sich so ein bisschen die Waage, aber es macht den Kindern viel Spaß und hat auch einen hohen Motivationsfaktor dabei. Auch Memo-Spiele kann man leicht selber erstellen. Man kann die aufwendiger erstellen und die Kärtchen, die Wortkärtchen noch in so Muffinförmchen kleben. Dann hat man noch so ein bisschen so einen haptischen Charakter mit dabei. Kann man natürlich aber auch einfach auf Kärtchen oder auf festeren Karton kleben, auseinanderschneiden. Dann hat man das Memo-Spiel. Und genau, dann wird gespielt und es werden immer die gleichen Paare versucht zu finden. Ach so, ja, genau, jetzt hier gerade beim Sams vielleicht nochmal. Also hier ist es vor allem so, dass echt wenig Wörter dabei sind, die die Kinder im
Wörterbuch finden würden, zum Beispiel Wunschspruch oder auch Herwünschen oder das Spätstück, das sind ja auch Wortkreationen vom Sams. Die machen diese Geschichte aus, aber die machen sie auch wahnsinnig schwierig, gerade für Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen. Memo-Spiele sind auch sehr leicht selber zu erstellen, vielleicht auch schneller als ein gebasteltes Memo-Spiel über die App learningapps.org. Also habe ich Ihnen auch verlinkt hier. Sie können dann auch, also man kann bei learningapps.org einfach auch sehr gut eine vorhandene App abändern. Man könnte hier auch mit Bild- und Wortmaterial arbeiten, indem ich, also gerade wenn ich jetzt mit Nomen arbeite, wenn ich an Wortschatzarbeit denke, kann ich natürlich auch Bilder hinterlegen. Man kann sogar auch Sprachfunktionen eingeben. Da muss man allerdings so ein bisschen aufpassen, weil nicht alle Wörter, die der Computer vorliest, so wirklich hundertprozentig so klingen, wie ich das gerne haben wollen würde. Also das funktioniert bei manchen, aber nicht bei allen. Das ist auch mit Ausprobieren und Vorsicht zu genießen. Und dann ist es bei Learning Apps noch auch der Hinweis, erstellen lässt sich das super gut am PC. Spielen lässt sich immer leichter am Tablet. Also es wäre wirklich was, wo es auch gut ist, wenn die Kinder dann ein Tablet zur Verfügung haben, um dieses Memo-Spiel auszuprobieren. Die Pfannenwörter ist eine Übung zur Textvorentlastung, die bei meinen Lesekindern immer sehr gut ankam. Kann man auch sehr niedrigschwellig schon ansetzen. Am Ende ist es so, dass sie so ein bisschen festeren Karton brauchen, auf den sie die Wörter entweder draufschreiben oder draufkleben. Die kommen dann in eine Pfanne und die Kinder spielen zu zweit. Ein Kind hat den Pfannenwender in der Hand und das andere Kind liest ein Wort vor. Geht auch schon mit Silben übrigens. Und hier wäre es dann so, das Kind, das vorgelesen hat, dann hat das andere Kind den Pfannenwender in der Hand, sucht das Wort, liest das Wort auch nochmal vor und dreht das in der Pfanne um, so wie ich etwas wende quasi. Und wenn alle Wörter umgedreht sind, dann ist das andere Kind an der Reihe. Man kann das auch machen mit einem größeren Karton in so eine Pfanne. Sie sehen, es passen jetzt nicht so furchtbar viele Wörter rein. Also wenn man mehr Wörter haben möchte, dann kann man das auch ausweiten. Oder wenn diese vier Wörter erlesen sind, dann kommen die raus aus der Pfanne und die nächsten vier kommen rein. Lässt sich, ist natürlich jetzt auch gerade witzig, wenn man was mit Rezepten macht oder so, aber es funktioniert auch mit anderen Wörtern sehr gut. Auch Suchsel sind sehr leicht selber zu erstellen. Wortgitter geht einmal über die Homepage suchsel.net oder auch wurde hier jetzt im Seminar schon öfter genannt, dass es im Worksheet Crafter auch unproblematisch geht. Mir ist es selber so bewusst geworden, als ich als Erwachsene noch mal eine Fremdsprache gelernt habe und unsere Lehrerin uns oftmals solche Wortgitter gab mit Wörtern, die wir als Vokabeln lernen sollten. Und am Ende ist es ja genau das. Ich wiederhole das Wort, ich schaue es mir immer wieder an. Ich muss es auch genau lesen. Hier auf dem Plan steht jetzt der Schatzsucher und die Schatztruhe. Also ich habe unterschiedliche Wörter, die mit Schatz beginnen. Muss dann genau hinterher weiterlesen. Und wenn die dann auch noch zu einem Lesetext passen, dann ist das natürlich optimal. Ganz wichtig, sollten die Wörter, also es soll nicht rätselartig, finde neun Wörter in dem Wortgitter, sondern es sollten Wörter sein, die die Kinder drunter auch nachlesen können. Also dass einfach klar ist, um welche Wörter es geht. Denn sonst kommen da auch mal ganz spannende Kreationen bei raus. Das Wörterbingo funktioniert eigentlich genauso wie das Silbenbingo, was ich Ihnen am Anfang schon erklärt hatte. Ich habe das hier nochmal mit reingebracht, weil ich Ihnen einfach diese Übung mit der Drehscheibe, mit dem Glücksrad noch mit auflisten wollte. Mit größeren Kindern kann man das gut so machen, dass man auch sagt, okay, wir haben hier schwierige Wörter, wir klären die und ihr tragt jetzt davon 16 Stück in eure Matrix ein. Dann hat man auch noch so eine kleine Schreibübung dabei. Und dann hat man die zum Beispiel vorbereitet auf einem Glücksrad, das kann digital sein oder man hat sie auch auf Wortkärtchen und dann wird gespielt und die Kinder haben dann natürlich nicht alle die gleichen Wörter, wenn man nicht nur 16 Wörter vorgibt. Das kann man machen, wie man möchte, ob man sagt, man macht mehr oder weniger. Und
Bingo ist tatsächlich, wenn man es vorbereitet, also wenn man die Spielpläne schon vorbereitet, dann ist es ein Spiel, was super schnell von den Kindern gespielt wird. Also es ist auch ein gutes Spiel mal fürs Stundenende. Das Menschen-Memo-Spiel ist auch so ein bisschen ein bewegungsorientiertes Verfahren, beziehungsweise eins, wo einfach auch alle Kinder involviert werden auf einmal. Es ist so, dass zwei Kinder vor die Tür geschickt werden. Ich brauche Kärtchen jeweils mit zwei, also zweimal dem gleichen Wort. Diese Kärtchen werden verteilt unter den Kindern, die noch im Klassenzimmer sind. Und alle Kinder lesen ihr jeweiliges Wort, ohne es jemand anderem zu verraten. Also ich habe zum Beispiel jetzt Tresor bekommen und noch jemand hat Tresor bekommen und so weiter. Sind immer die Worte sind immer doppelt verteilt in der Klasse. Und dann kommen die zwei Kinder von draußen wieder rein und ein Kind darf beginnen zu raten und ruft zwei Kinder seiner Wahl auf, nacheinander, die beide nacheinander aufstehen und ihr Wort vorlesen. Wenn die jetzt das gleiche Wort vorlesen, dann sind sie ein Memo-Pärchen und gehen zu dem Kind, das es erraten hat. Wenn es nicht das gleiche Wort ist, setzen sie sich wieder hin und das andere Kind ist dran mit Raten. Und so ist es natürlich, da kommt dann das Memo-Spiel auch mit rein. Ich muss mir merken, welches Kind hat welches Wort gesagt. Es fällt den Kindern aber teilweise wirklich auch leicht, weil sie diese Wörter halt gut verknüpfen können mit den Kindern, die sie vorlesen. Das kann man auch spielen mit Bild-Wort-Zuordnungen, also dass die Kinder im Großformat ihre Wörter zugeteilt kriegen, Wörter und Bilder quasi, und die ratenden Kinder das richtige Wort und das richtige Bild zusammenbringen müssen. Oder man könnte es auch mit zusammengesetzten Nomen spielen, dass die Kinder unterschiedliche erste und zweite Teile von zusammengesetzten Wörtern bekommen. Dann gehen wir jetzt von den allgemeinen Hilfestellungen und den Ideen zur Textvorentlastung zu den halblauten Leseverfahren und einfach mal, um zu gucken, ob sie noch da sind, habe ich Ihnen hier ein Suchsel auf der Folie aufbereitet und es sind acht halblaute Leseverfahren im Suchsel versteckt. Sie dürfen jetzt gerne den Chat nochmal nutzen und Ihre Ideen und Tipps durchgeben, welche halblauten Leseverfahren hier versteckt sind. Genau, lesen durch Hören. Kommt gleich zweimal. Parcours lesen. Tandem lesen. Und drei. Fehlen fünf. Lesefernsehen, ja. Treppen lesen, richtig. Fünf. Das Leserad ist tatsächlich keines. Das würde noch weitergehen. Das ist das, was ich vielleicht meinte vorhin mit, wenn man die Wörter auflistet, dann weiß man, wonach man suchen muss. Das ist das Leseradio. Das Echo lesen, genau. Sechs. Sieben. Fehlt ein letztes. Und das letzte, das ist das, was immer zum Schluss kommt. Das liegt daran, dass es diagonal ist. Das Bergsteigerlesen, genau. Super, vielen Dank. Also ich merke, Sie sind noch da. Freut mich sehr. Genau, hier habe ich Ihnen die nochmal aufgelistet, um die es jetzt heute auch nochmal gehen soll. Wahrscheinlich, vielleicht machen wir mal so eine ganz kurze Abfrage nochmal mit den Daumen hoch, Daumen runter Geschichten. Sie kennen wahrscheinlich, geben Sie mir mal ein Handzeichen, also nicht dieses Handheben, sondern unten in der Leiste sind auch diese Smileys und da gibt es Daumen hoch, Daumen runter. Jetzt wundern Sie sich nicht, ich gucke gleich einmal hier rechts oben hin, weil da bei mir die Daumen auftauchen. Genau. Sagen Sie mir mal, wer kennt das
Lautleseverfahren Tandemlesen nicht. Also wer kennt es nicht? Bitte Daumen hoch. Okay, das sind wirklich eher wenige. Wer ist denn hier aus Bayern? Nur um mal so zu hören, also Daumen hoch aus ba Teilnahme aus Bayern. Denen ist nämlich das Lesen durch Hören total vertraut. Es ist aber gar nicht, sind auf die Teilnehmerzahl, sind es gar nicht so viele. Na gut. Also das Tandemlesen würde ich tatsächlich gerne, das habe ich zwar hier auf der Folie, das würde ich aber gerne als Verfahren Ihnen gar nicht unbedingt vorstellen. Beim Tandemlesen ist es so, dass Sie ein stärkeres und ein schwächeres Kind in ein Tandem zusammentun und die lesen gemeinsam. Was dann da die Besonderheiten sind, das habe ich Ihnen im Skript zusammengefasst, in Anbetracht dessen, dass das Tandemlesen das aktuell bekannteste Halblaute-Leseverfahren ist. Würde ich das jetzt überspringen, damit ich Ihnen nicht alle nochmal das erzähle, was Sie vielleicht sowieso schon wissen. Es ist aber so, dass um Lesetandems zusammenzustellen, ich verschiedene Verfahren habe, um Lesegeschwindigkeiten zu ermitteln vorab. Denn ich soll ja ein starkes und ein schwaches Kind zusammenbringen. Und es ist so, dass ich da eben eine Diagnostik brauche, vorher zur Ermittlung der Lesegeschwindigkeit, und gibt unterschiedliche Verfahren. Es ist so, dass ich bei allen Verfahren in der Regel die Lesegeschwindigkeit messe. Das heißt, die Wörter pro Minute werden getestet. Und es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass erst ab 100 Wörtern pro Minute ein verstehendes Lesen möglich ist. Das gilt vor allem für, also das gilt jetzt für Erzähltexte, für narrative Texte. Bei Sachtexten sind es andere Zahlen. Dann wird die Dekodiergenauigkeit untersucht. Das bedeutet, ich möchte wissen, wie viele Wörter habe ich insgesamt gelesen und wie viele davon fehlerfrei? Es gibt auch hier so einen Richtwert von 95, also erst ab einer Dekodiergenauigkeit von 95% ist verstehendes Lesen tatsächlich möglich. Und dann möchte ich die Automatisierungsleistung so ein bisschen auswerten. Das zielt darauf ab, dass eigentlich ab einer gewissen Jahrgangsstufe die Kinder keine Wörter mehr schwierig, also schwer, Wort für Buchstabe für Buchstabe, Silbe für Silbe erlesen sollten, sondern dass sie die meisten Wörter automatisiert erkennen sollten. Wir wissen, dass es in der Praxis nicht so ist, und man kann sich natürlich dann auch die Wörter angucken, die nicht automatisiert erkannt werden, und diese gezielt trainieren. Zum Beispiel auch wieder in so Übungen wie vorhin mit Bingo, und man kann da auch bewegungsorientierte Verfahren für nehmen, Staffellauf und so weiter. Diese Infos sind aus dem Buch Grundlagen der Lesedidaktik von Rose, Brock und Nix. Kennen Sie vielleicht auch schon. Und die können, diese Leseprotokolle, die angefertigt werden sollen, die können, sollen regelmäßig angefertigt werden, sollen auch mit den Kindern gemeinsam hinterher auch reflektiert werden, können zum Beispiel auch eingelesen werden, sodass die Kinder auch merken, wie sie sich verbessern. Und ich möchte Ihnen zwei der Verfahren zur Ermittlung der Lesegeschwindigkeit hier vorstellen. Zunächst habe ich für Sie aber noch eine kleine Übung mitgebracht. Und wer schon in dem Adventskalender-Workshop war, der kennt diese Übung jetzt. Ich bin mal gespannt, wie dann die Rückmeldung so ist. Ich blende Ihnen jetzt gleich einen Text ein und stoppe die Zeit auf eine Minute. Und ich möchte Sie bitten, den Text zu lesen und die Stelle zu markieren, bis wohin Sie in dieser Minute gekommen sind. Kleinen Augenblick. Ich richte hier gerade einmal kurz die Uhr ein, und dann kommt der Text und die Minute läuft.
So, der Wecker klingelt sehr leise. Sie notieren sich bitte, bis wohin Sie gekommen sind und dürfen gerne mal den Chat nutzen, um Rückmeldung zu geben, wie Ihnen das ergangen ist. Wie weit Sie gekommen sind vielleicht auch und wie es Ihnen damit ging. Erste Rückmeldung ist, es ging immer besser. Man gewöhnt sich dran, es ist tatsächlich oft so. Anfangs schwer, dann besser, ja, schreibt hier noch jemand. Ja, also die manche Wörter geraten, ja, genau, man tendiert dann dazu. Die Rückmeldung, wie weit sie gekommen sind, ist auch sehr unterschiedlich. Also ich würde mal so sagen, zwischen Zeile 3 bis zu Beginn der letzten Zeile schreibt hier jetzt jemand, hatten wir alles vertreten. Sie sehen, also wir sind jetzt hier ungefähr 55 Leute im Seminar. Das ist natürlich mehr als in der Schulklasse, aber es ist eine große Varianz da, so wie es Ihnen mit den Kindern wahrscheinlich auch geht. Und ja, viele schreiben, es ging dann immer besser. Manche sagen, es fiel mir total schwer. Ich habe das auch immer wieder, dass manche sagen, das war gar nicht schwierig, das ging total leicht. Spannend ist natürlich jetzt auch noch, wenn ich Ihnen jetzt Fragen zu dem Gelesenen stellen würde, wie gut Sie die beantworten könnten. Das machen wir jetzt aber aus Zeitgründen nicht. Es ist einfach eine Übung, um Ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie geht es den Kindern, wenn wir solche Protokolle anfertigen, beziehungsweise wenn sie in so einer Situation sind, so und jetzt alle den Text umdrehen und ihr habt eine Minute Zeit. Also es kann natürlich auch das Stresslevel hochsetzen. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Es gibt einmal die Möglichkeit, in einer 1:1 Situation Lautleseprotokolle anzufertigen. So ist es auf diesem Bild in der Folie geschehen. Das heißt, ich bin in einer 1:1 Situation mit einem Kind, das mir vorliest. Das Kind hat eine Textkopie, ich habe eine Textkopie und ich habe eine Zeit, die läuft, also eine Minute, die läuft. Im Idealfall stoppe ich die Zeit und lasse das Kind aber auch über die Zeit hinaus lesen. Denn wenn dann dieser Weckerton kommt, dann ist das irgendwie irritierend für die Kinder oftmals. Also die Idee ist, sie haben die Uhr im Blick und markieren dann die Stelle. Und dann ist es so, dass ich für jedes richtig gelesene Wort ein Häkchen setze, für jedes falsch gelesene Wort ein Minus. Und für jedes ausgelassene Wort eine Null. Das ist jetzt eine fiktive Analyse des Textes, also es ist tatsächlich nicht so gelesen worden. Aber man kann in diesem Beispiel sagen, es wurden 53 Wörter in der Minute gelesen. Da ist dann fraglich, wie viel tatsächlich hängen geblieben ist von dem Text. Im Beispiel wurden 45 von 53 Wörtern richtig gelesen. Nach dem Rechnungsbeispiel zur Dekodiergenauigkeit ergibt es eine Dekodiergenauigkeit von 84,9%. Wenn wir davon ausgehen, 95% sollte das Kind richtig haben oder richtig gut dekodieren können, dann ist hier sicherlich auch fraglich, wie viel tatsächlich verstanden wurde. Diese 1:1-Protokolle sind natürlich ein immenser Zeitaufwand, weil man, ja, wann hat man diese Zeit? Also das geht tatsächlich vor allem nur an den Schulen, die gut besetzt sind, ist ja heutzutage oder im Moment ein gutes Stichwort. Nee, aber auch die Praktikanten, Praktikantinnen, FSJler da gut mit einspannen können, weil die Kinder tatsächlich oder LesepartInnen, die kann man eigentlich sehr gut damit einbeziehen und dadurch hat man dann natürlich auch so einen Prozess und die Kinder sehen vielleicht auch, wie sie sich verbessert haben. Man kann aber auch in der Gruppe den sogenannten Schnelllesetest durchführen. Das kann man mit der ganzen Klasse machen. Hier ist es auf jeden Fall sinnvoll, hinterher auch Textverständnisübungen anzuschließen, weil die Kinder ja irgendwann, also Schnelllesetest, der Titel sagt es ja schon, die Kinder wissen, sie müssen eine gewisse Anzahl von Wörtern in der Minute lesen. Sie sollen ja aber auch sinnentnehmend lesen, das heißt, sie sollen konzentriert lesen. Beim Schnelllesetest ist es so, dass jedes Kind eine Kopie des Textes bekommt, allerdings noch verdeckt auf dem Tisch. Und auf ein Zeichen der Le Lehrkraft drehen die Kinder den Text um, beginnen zu lesen. Und es
entweder die Lehrkraft stoppt die Zeit, also hat vorne bei sich eine Uhr, oder es läuft eine große Stoppuhr. Und wenn ein Kind fertig ist, dann hebt es entweder die Hand und die Lehrerin, die Lehrkraft notiert, wie weit das Kind, wie lange das Kind gebraucht hat. Oder wenn man diese große Stoppuhr hat, können die Kinder sich das auch selber notieren. Das ist natürlich, was das braucht, Übung. Das müssen sie mehrmals machen mit den Kindern, damit da eine Routine reinkommt. Und dann können mit den Kindern, die schon fertig sind, die können Fragen beantworten zum Text oder schon in eine Lesezeit gehen oder so. Und am Ende kann man dann diese Ergebnisse kombinieren und so eben auch Lesetandems zusammensetzen, wo man eben immer ein stärkeres und ein schwächeres Kind zusammenbringt. Soweit zur Theorie hinter den Halblautenleseverfahren und zur Ermittlung der Lesegeschwindigkeit. Es gibt da auch noch verschiedene andere Methoden, Stolperwörtertests und so weiter. Sie werden sie genauso kennen oder genau, vielleicht bleibt da auch nachher noch ein bisschen Austausch, um verschiedene andere Verfahren auszutauschen. Beim Ich-Du-Wir-Würfel, also ich gehe jetzt direkt über zu den halblauten Leseverfahren in Anbetracht der Zeit. Halblaute Leseverfahren sind tatsächlich so gedacht, dass die Kinder denselben Text in einer vorgegebenen Zeit, das sind oft 20 oder 30 Minuten, mehrfach lesen können sollen. Das heißt, es sollten keine zu langen Texte sein, sondern eher kürzere Texte, Konzentration darauf, sie mehrmals zu lesen, weil wir ja jetzt wirklich erstmal nur die Leseflüssigkeit trainieren wollen. Beim Ich-Du-Wir-Würfel ist es so, jedes Kind braucht denselben Lesetext, also in der Gruppe. Ich kann das mit 3 bis 5 Kindern spielen. Hat jedes Kind den gleichen Text vorlesen und es gibt einen Würfel mit Ich, Du, Wir auf den verschiedenen Seiten. Kann man selber basteln, kann man aber auch selber beschriften. Und würfle ich, bin ich dran, den nächsten Satz zu lesen. Bei Du darf ich ein anderes Kind aussuchen und bei Wir lesen wir gemeinsam halblaut weiter. Das Ding ist, jedes Kind muss ja trotzdem immer den ganzen Text mitlesen, da es ja wissen muss, wo wir im Text sind. Also es hat eigentlich einen ganz guten, also kam bei meinen Lesekindern immer sehr gut an. Die haben sich natürlich auch immer gefreut, wenn sie andere Kinder auswählen durften. Aber auch dieses gemeinsame chorische Lesen ist Übungssache, aber man kommt rein und gerade schwächere Lesekinder fühlen sich natürlich bei solchen chorischen Verfahren aufgehobener und sicherer. Genauso auch beim Echolesen. Das Echolesen ist ein halblautes Leseverfahren, was sich vor allem für Gedichte oder Reimwörter eignet. Hier ist es so, dass jedes Kind erstmal den Lesetext für sich bekommen sollte und lesen können sollte, also sich schon mal ein bisschen mit dem Text vertraut machen sollte. Und dann würde ich jetzt die Gruppe, mit der ich arbeite, in zwei kleine Gruppen aufteilen, in eine A- und in eine B-Gruppe, die sich gegenüber voneinander aufstellen. Und Gruppe A liest immer den ersten Satz eines Gedichtes und die Gruppe B antwortet darauf, also den Reim, also hier jetzt in diesem Gewittertexte. In diesem Gewittertextgedicht wäre es so, dass Gruppe 1 beginnt zu lesen mit dem Satz, ich lese den linken Satz, der nicht silbiert, den linken Text, der nicht silbiert ist. Die erste Gruppe sagt, der Himmel ist blau und macht Pause und die zweite Gruppe antwortet, der Himmel wird grau. Gruppe 1 sagt wieder, Wind fegt herbei und Gruppe 2 antwortet, Vogelgeschrei. Lässt sich wirklich mit gereimten Wörtern super machen, sollten nicht zu lange sein, die Sätze. Also wenn ein Gedicht zu lange sich streckt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber es ist ein Verfahren, was sich super einfach umsetzen lässt und was den Kindern sehr viel Spaß macht. Auch hier wieder die Erfahrung, gerade schwächere Kinder trauen sich dann in so einer Gruppe auch laut mitzulesen. Und jetzt gerade bei so einem Text wie Gewitter kann man natürlich auch sehr viel mit Stimmung und Intonation machen. Man kann diese Echo-Lesetexte auch selber schreiben lassen.
Bei uns hieß es dann auch eine Zeit lang Stadion lesen, weil die Kinder Fußballwörter gereimt haben. Man könnte das jetzt aber auch prima in Bezug auf die Adventszeit, auf Weihnachten und die Kinder einfach mal Reimwörter zu Weihnachten finden lassen, die man dann gegenseitig sich bespricht. Ist ja tatsächlich auch so ein Thema, was hin und wieder einiges an Vorentlastung, Textvorentlastung braucht, weil gar nicht alle Kinder sich mit den Begrifflichkeiten auskennen, die da in den Texten drin sind. Das Parcourslesen ist auch ein halblautes Leseverfahren, was bewegungsorientiert ist. Hier ist es so, dass die Kinder einen Lesetext bekommen und einen Laufzettel, denn sie sollen ihren Text an verschiedenen Stationen halblaut lesen. Man kann die jetzt im Team losschicken, also zu zweit oder auch alleine. Je nachdem, wenn man sagt, man möchte das aber kontrollieren, kann man denen auch so Audiostifte oder Tablets zum Aufnehmen mitgeben, mit einer Aufnahmefunktion. Und dann bewegen die sich von Station zu Station, lesen ihren Text an jeder Station und kürzeln sich das gegenseitig ab. Kann man auch das Tandemlesen, kann man auch als Parcourslesen umfunktionieren. Also dass man einfach sagt, okay, wir machen nicht nur Tandemlesen heute, sondern wir machen auch Parcourslesen. Und das kann man jetzt entweder so machen, Sie sehen es jetzt hier auf meiner Folie, der Parcourszettel ist tatsächlich für die Turnhalle ausgerichtet, könnte man auch auf den Schulhof ausrichten oder aufs Schulhaus, je nachdem, wie ihre Räumlichkeiten sind, wie die Gegebenheiten sind, wie die Größe der Klasse ist und so weiter und so fort. Auch das Treppenlesen ist ein halblautes, bewegungsorientiertes halblautes Leseverfahren. Hier ist die Idee die, dass ein Text über das Besteigen einer Treppe bis zu einem bestimmten Punkt, das ist in dem Fall der, wo der Affe sitzt, mehrfach gelesen wird, beziehungsweise immer erweitert wird. Das heißt, auf der untersten Treppenstufe lese ich Satz 1, auf der nächsten Treppenstufe lese ich Satz 1 und Satz 2, auf der nächsten lese ich Satz 1, 2 und 3. Es also kommt immer ein Satz dazu. Und wenn ich oben angekommen bin, dann habe ich im Idealfall den ganzen Satz, den ganzen Text gelesen. Man könnte aber auch, wenn man jetzt einen kürzeren Text hat, auch sagen, auf jeder Treppenstufe wird der Text komplett gelesen. Das muss ich dann natürlich anpassen, je nachdem auch, wo ich das Maskottchen hinsetze oder eine Belohnung auch hinsetze und so weiter. Aber die Idee ist einfach, dass die Kinder sich parallel dazu bewegen. Ich würde jetzt natürlich nicht eine Klasse mit 25 Kindern alle gleichzeitig an die gleiche Treppe schicken, um das zu machen. Das ist vielleicht eher was, was ich entweder in der Kleingruppe machen würde oder vielleicht auch in eine Wochenplanarbeit auslagern würde, dass es einfach eine Möglichkeit, eine Station ist. Aber dass auch klar ist, mehr als zwei dürfen nicht auf der Treppe Treppen lesen. Das kommt eben auch immer. Ich kenne verschiedene Schulhäuser, es gibt solche und solche Treppen mit so viel Platz und so viel Platz, sehr unterschiedlich. Das Bergsteigerlesen ist wie das Treppenlesen ein Leseverfahren, wo man in der Regel immer einen Satz mehr dazu nimmt. Und beim Bergsteigerlesen sage ich auch immer dazu auch ein halblautes Übungsverfahren, bei dem ich, das würde ich nur in der kleinen Gruppe machen und nie mit einer sehr lebhaften großen Gruppe. Die Idee ist einfach die, dass die Kinder einen Text erklimmen, so wie sie einen Gipfel erklimmen und beginnen, im Sitzen auf dem Boden den ersten Satz zu lesen, wir fahren in die Berge. Dann stelle ich mich hin und lese die ersten beiden Sätze, wir fahren in die Berge, wir fahren im Sommer hin. Dann setze ich mich auf den Stuhl, und lese die ersten drei Sätze, wir fahren in die Berge, wir fahren im Sommer hin, wir fahren im Winter hin. Dann stelle ich mich auf den Stuhl und lese die ersten vier Sätze und so weiter und so fort. Wo der Gipfel ist, das bleibt Ihnen natürlich selbst überlassen. Also in der Übung wird vorgeschlagen, auch den Tisch noch zu erklimmen. Wie gesagt, es kommt immer auf die Förderung an und immer auf die Gruppe an. Man kann auch dieses Verfahren super in die Turnhalle auslagern und natürlich so richtig Berge aufbauen. Also dann ist es für die Kinder auch, wenn man mit einer Weichbodenmatte drumherum noch arbeitet, ein bisschen spektakulärer. Aber und sie sind, man muss sagen, ich gehe immer vom Schlimmsten aus und am Ende sind sie gerade bei solchen Übungen dann viel, viel, viel konzentrierter als erwartet. Ja, Lesen durch Hören brauche ich
wahrscheinlich auch, also ist gerade ja auch sehr populär und sehr viel genutzt, vor allem eben in Bayern, wo durch Philby ja auch viel Lesen durch Hören behandelt wird. Die Lesestadt mit Eberhard-Hefte, wie Sie es jetzt hier auf der Seite sehen, oder generell einige unserer digitalen Lesetexte eignen sich sehr gut für das Halblaut-Leseverfahren Lesen durch Hören, weil wir unsere digitalen Lesetexte mit einer Vorlesefunktion ausgestattet haben. Das heißt, die Kinder können hier oben in der Mitte auf das Play-Zeichen drücken und bekommen dann den Text auf der Seite vorgelesen. Der große Vorteil, und können halblaut mitlesen. Also das ist die Idee hinter Lesen durch Hören. Ich höre, während ich selber mitlese. Was den Vorteil hat, ich gleiche gleichzeitig die Vorlesestimme mit meiner Stimme. Also ich soll schon laut lesen, einfach auch um zu merken, betone ich richtig. Mir ging das beim Fremdsprachenlernen so, es war Französisch. In meinem Kopf hat das immer alles total viel Sinn gemacht und sobald ich es versucht habe auszusprechen, war es nicht so. Also gerade da. Es ist super, wenn man das so begleitet lesen kann, um die Betonung auch meine eigene und die richtige Betonung zu hören. Es ist so, dass bei unseren digitalen Lesetexten jedes Mal aktiv, wenn ich umblättere, muss ich wieder aktiv das Play-Zeichen anstellen. Das ist in dem Fall von Vorteil, da ich mich nicht oder nur wenig in einem Text verlieren kann. Wenn ich jetzt an andere Kinderbücher denke und ich habe vielleicht das entsprechende Hörbuch dazu, was ungekürzt ist, dann kann es schon mal sein, dass ich halt komplett auf einer Seite verloren bin und der Sprecher von der CD oder von der Datei ja auch nicht aufhört zu sprechen, weil der merkt ja gar nicht, dass ich da so ein bisschen lost bin. Und deswegen, also eignet sich das natürlich total. Es gibt aber mittlerweile auch Kinderbuchverlage, die eben die ungekürzten Hörbücher anbieten, gerade explizit für Lektüren, die eben durch dieses Lesen durch Hören auch verstärkt eingesetzt werden sollen. Ja, und das letzte Leseverfahren, was eigentlich gar keines ist, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Lesefernsehen. Das ist eher eine Methode, mit der man die ganzen Übungen, die ganzen Halblautenverfahren üben kann, um dann am Ende den Witz der Woche mehrfach in einem Halblautenleseverfahren geübt zu haben und ihn dann im Lesefernsehen eher schon so ein bisschen zu präsentieren. Also Lesefernsehen ist eigentlich eher so eine Präsentationsmethode, nachdem ich das Lesen geübt habe. Das heißt, die Idee ist eigentlich die, dass die Kinder einen eigenen kleinen Fernsehbeitrag senden. Sie dürfen ablesen, sie müssen nicht frei sprechen und sie tragen einen vorbereiteten Text hinter einem selbstgebastelten Fernseher mit Blick zur Klasse vor. Man kann das hier, Stichwort Medienkompetenz, natürlich auch filmen lassen und eine anschließende Übertragung machen. Ich finde jetzt gerade Witze eignen sich dafür sehr gut. Das können aber auch Fachtexte sein, kurze Erzählungen. Jetzt gerade im Advent könnte auch jedes Kind ein Türchen vorbereiten quasi. Und natürlich kann man hier auch mit Anmoderation und Abmoderation und so weiter arbeiten. Also es ist wirklich so eine erste Form des Präsentierens. Jetzt hatte ich Ihnen ja auch am Anfang versprochen, dass wir am Ende noch kurz auf die Leseleistungen und die Erfassung und die Bewertung dieser zu sprechen kommen wollen. Ich habe Ihnen hier ein Schema aufgelistet, das auch in den Fit im Lesen Ordnern enthalten ist. Es orientiert sich am deutschen Notensystem. Ich sage das einfach nur, weil wir tatsächlich jetzt mehrfach auch schon Teilnehmende aus anderen Ländern hatten, bei denen es andere Notensysteme gab, also nicht Noten von 1 bis 6, sondern nur von 1 bis 5 oder so. Da müsste man hier natürlich gewisse Anpassungen machen. Es ist so, dass sie mit diesem Bewertungsraster die Leseleistung in verschiedene Teilleseleistungen untergliedern. Das Lesetempo und den Lesefluss, die Intonation, Lesefehler und das Textverstehen. Und diesen einzelnen Bereichen dann Noten im Bereich von 1 bis 6 geben und so sich dann eine Gesamtbewertung für diese Leseleistung zusammenrechnen lässt, die dann wiederum ins Fach Deutsch mit einfließen kann.
Es ist natürlich total sinnvoll, sowas auch zu koppeln an Lautleseprotokolle und sowas auch regelmäßig, also wirklich in einer Kontinuität zu machen und mit den Kindern auch gemeinsam zu besprechen. Also ob ich das jetzt mit Notenpunkten machen würde oder auch einfach nur mit diesen Feldern und Verbesserungen. Ja, gerade durch Aufnahmefunktionen kann ich da ganz viel mit erarbeiten. Genau. Ja, wir sind am Ende des Seminars angekommen und haben jetzt tatsächlich noch kurz Zeit auch für Fragen. Also ich habe auch über die Zeit ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich habe Ihnen hier noch eine Folie, auf der Sie direkt sich über den mittleren QR-Code jetzt das Skript abscannen könnten, wenn Sie es wollten. Sie kriegen aber im Anschluss auch eine E-Mail von mir mit der Aufzeichnung zum Seminar, mit der Teilnahmebescheinigung und mit dem Link zum Skript. Ich würde die Aufzeichnung jetzt an dieser Stelle auch beenden.